Du hast Lust auf eine neue Frisur, aber noch gar keine Ahnung, welche du machen sollst? Kein Problem. In dem heutigen Video geht es um die Trendfrisuren 2021 für uns Männer. 2020 ist endlich rum. Ja, Gott sei Dank. Jetzt geht's weiter mit 2021. Deshalb als allererstes Mal Happy New Year an alle da draußen. Aber was für Frisuren sind denn 2021 eigentlich im Trend? Soll ich meine Frisur ändern oder doch lieber behalten? Heute geht's um die Trendfrisuren 2021 für uns Männer, um euch da draußen einfach so ein bisschen Inspiration zu geben und euch natürlich auch mitzuteilen, was aktuell voll angesagt ist. Und wenn du an dieser Stelle schon jemanden kennst, der auf jeden Fall im 2021 eine neue Frisur braucht, dann teilt schon mal dieses Video mit ihm. Und eine Info noch vorab, bevor es losgeht. Leute, alles, was ich meinen Videos sage, ist einfach nur eine Inspiration und sollen Tipps sein, um euch da draußen weiterzuhelfen. Am Ende des Tages müsst ihr natürlich selber entscheiden, welche Frisur ihr tragt und was zu euch passt. Und in diesem Video machen wir es anders als im letzten Jahr. Diesmal sage nicht ich, was Trend ist, sondern ich habe einen Artikel rausgesucht. Und für diesen Artikel wurden die Top-Friseure befragt, um eine Prognose für 2021 abzugeben. Also das muss ja wohl hieb- und stichfest sein. Und bleib auch auf jeden Fall bis ganz zum Ende des Videos dran, denn zum Schluss des Videos habe ich noch eine ganz spezielle Frage an dich da draußen. Also Leute, die Top-Friseure sind sich auf jeden Fall einig, 2021 wird das Jahr der langen Haare. Also 2021 gibt es halt viele Surfer-Looks und viele Männer mit langen Haaren. Und ja Leute, was soll ich dazu sagen? Ja, ich als Mann mit langen Haaren habe eine absolute hundertprozentige Übereinstimmung mit dieser Aussage. Und ich meine, das hat sich ja schon im letzten Jahr so ein bisschen abgezeichnet. Und in diesem Jahr mit dem erneuten Lockdown, ich glaube, es gibt keine bessere Zeit aktuell, als sich jetzt seine Haare lang wachsen zu lassen. Und es wäre an dieser Stelle auch mal ganz cool, so eine Statistik zu haben. Also ich bin mir sicher, ja, ich behaupte jetzt einfach mal, dass 2021 das Jahr sein wird, wo die meisten deutschen Männer lange Haare tragen, beziehungsweise das Jahr, wo die meisten deutschen Männer sich die Haare lang wachsen lassen. Also wenn du dir auch für 2021 überlegst, die Haare lang wachsen zu lassen, mein Freund, ich drück dir beide Daumen, du stehst es durch, zieh durch, die Übergangsphase wird zwar beschissen werden, aber du packst das. Und falls ihr für eure Frise passende Produkte sucht, dann schaut auf jeden Fall mal in die Infobox rein. Für jede Frisur, die ich heute in diesem Video vorstelle, packe ich passende Produkte unten in die Infobox rein. Und falls du dich tatsächlich dazu entscheidest, dir deine Haare lang wachsen zu lassen, dann habe ich eine ganz klare Empfehlung. Achte auf deine Pflege. Gerade bei langen Haaren ist es besonders wichtig, dass du deine Haare ideal pflegst. Mit einem guten Shampoo, mit einem guten Conditioner und vielleicht auch hin und wieder mal eine Haarmaske verwendest oder auch Arganöl in deine Haarpflegeroutine integrierst. Das ist wirklich extremst wichtig. Denn bei langen Haaren ist es halt so, man möchte halt so wenig Stylingprodukt wie möglich in seine Haaren drin haben, weil die Haare natürlich so gesund und so schön wie möglich aussehen sollen, wenn die lang sind. Und Leute, gute Neuigkeiten. Unser Shop ist endlich live. Wenn du dir also deine Haare lang wachsen lässt oder vielleicht auch Locken hast und einen Locken stylen möchtest, dann bist du bei uns ganz genau richtig. Schau einfach mal vorbei. Und mit dem Gutscheincode NEWYEAR21 bekommst du im Januar 21% auf deine Bestellung ab einem Bestellwert von 50 Euro. Die nächste Trendfrisur für uns Männer im Jahr 2021 ist der Britpop Pony. Ja Leute, ihr habt richtig gehört, eine Ponyfrisur soll 2021 wieder voll im Trend liegen. Und dabei ist es so, dass bei so einem Britpop Pony die Seiten und halt auch der Nackenbereich relativ kurz gehalten werden und das Deckhaar einfach ein bisschen länger gehalten ist und halt so ein bisschen stufig geschnitten ist und dass die Haare so ein bisschen nach vorne gestylt werden, dass du so deine Haare ungefähr auf Augenbrauenhöhe hast. Wenn man das tragen kann von seiner Haarstruktur und vom Haartypen her, finde ich, das ist eine richtig coole Frisur. Und im letzten Jahr habe ich ja gesagt, dass der French Crop voll im Trend ist und das passt ja eigentlich jetzt ganz gut, denn der Britpop Pony ist eigentlich so die Länge-Variante vom French Crop. Also wenn man den French Crop mit dem Britpop Pony vergleicht, sieht man das auch. Also die sind sehr ähnlich. Der Britpop Pony hat einfach noch ein bisschen längeres Deckhaar und die Haare hängen einfach noch ein bisschen weiter runter, wenn es um das Thema Pony geht. Ich persönlich finde zum Beispiel jetzt die kürzere Variante, also den French Crop, ein bisschen cooler als den Britpop Pony, aber ich meine, das ist ja auch Geschmackssache. Man kann ja natürlich auch die eine als auch die andere Frisur tragen oder beides mal ausprobieren, wenn du gerade aktuell diese Länge hast. Beide Frisuren würde ich übrigens entweder mit einer Mattpaste stylen oder mit einem Textured Clay, denn wenn du deine Haare so ein bisschen nach vorne stylst und die halt auch vorne runter fliegen sollen, so ein bisschen bis in die Augenbrauen, dann soll einfach dein Deckhaar so eine gewisse Struktur haben. Deshalb sind solche Produkte, wo du nur richtig schöne Strukturen in deine Haare reinbekommst, aber gleichzeitig auch ein mattes Finish hast, eine richtig gute Option. Die nächste Trendfrisur für uns Männer im Jahr 2021, die im Prinzip auch bleibt, ja, sind Fade Cuts mit einem Wuschel-Look. Also die Experten sind sich einig, Fade Cuts sind auch in diesem Jahr nach wie vor up to date, allerdings einfach ein bisschen wuscheliger. Bei einem Fade Cut ist es so, dass du einen fließenden Übergang hast, von deinem Deckhaar runter, bis deine Seiten halt wirklich relativ kurz rasiert sind. Fade kommt nämlich aus dem Englischen und heißt verblassen, also im Prinzip wird
der Übergang so langsam ausgefadet bzw. verblasst. Ich persönlich finde den Look mega. Ja, also ich persönlich mag den Look total, weil gerade auch in Kombination mit einem Bart zum Beispiel sieht der Look A, lässig aus, cool aus, gepflegt aus und auch maskulin aus. Also von daher, mir persönlich gefällt dieser Look echt gut. Und ich könnte mir auch auf jeden Fall vorstellen, irgendwann mal wieder so eine Frisur zu tragen. In den vergangenen Jahren haben aber Männer diesen Look auch sehr sleek back und sehr ordentlich nach hinten getragen. Das soll in diesem Jahr eher nicht so sein. Das soll eher so sein, dass es einfach ein bisschen wuscheliger ist. Also anstatt sleek back, einfach ein bisschen messy auf dem Kopf und dann passt das Ganze. Also falls du eh schon eine Fade-Frisur hattest, einfach ein bisschen wuscheliger machen und fertig. Der Nachteil an solchen Frisuren ist allerdings logischerweise, weil die Seiten natürlich relativ kurz rasiert sind, dass du ungefähr alle 14 Tage wieder zum Friseur musst, um deine Seiten halt passend zu schneiden, um die Konturen wieder anzupassen, damit das Ganze auch alles picobello aussieht. Stylen würde ich solche Frisuren, es kommt natürlich mal darauf an, wie viel Halt du haben möchtest bei der Frisur, entweder mit einer Haarpaste, ja, die einen guten Halt hat, oder vielleicht auch mit einem Haarwachs, mit einem matten Haarwachs und möglicherweise dann noch ein bisschen mit Haarspray fixieren und fertig. Auch 2021 geht es weiter mit den Locken. Ich habe es im Video vom letzten Jahr schon gesagt, Lockenfrisuren sind absolut trendy. Ich habe aber auch gesagt, dass Lockenfrisuren 2020 ihren Höhepunkt erreicht haben. Da muss ich mich, glaube ich, nochmal korrigieren, denn die Experten sind sich einig, 2021 geht es weiter mit den Locken und ich denke mal, dann ist es tatsächlich auch erreicht. Also dann haben die Lockenfrisuren auch tatsächlich dann den Zenit und ihren Höhepunkt erreicht. Auf jeden Fall geht es definitiv weiter im Jahr 2021 mit Lockenfrisuren. Ich persönlich bin ein riesen Fan von Locken, also gerade dann, wenn du halt auch eine gute Haarstruktur für Locken hast und grundsätzlich halt lockige Haare hast von Natur aus, so lass die Locken einfach Locken sein, mach deine Seiten dazu kurz, das sieht immer top aus. Und Locken haben auch tatsächlich richtig gute Vorteile, denn mit Locken kannst du zum Beispiel deine Gesichtsform einfach so ein bisschen ausbalancieren. Sagen wir mal, du hast ein sehr rundes Gesicht und du hast eine Lockenfrisur, dann stylst du einfach deine Locken etwas voluminöser, etwas mehr nach oben hin, ja, und so hat es nachher den Anschein, dass dein Gesicht nicht mehr ganz so rund ist, sondern einfach ein bisschen ovaler wirkt. Andersrum, wenn du zum Beispiel ein sehr schmales Gesicht hast, dann versuch deine Locken einfach ein bisschen kürzer zu tragen und fertig. Und Leute, bester Vorteil natürlich, die Frauen der Schöpfung, die lieben es, in die Locken reinzufassen, ja? Also von daher, macht euch Locken. Aber Leute, Locken haben natürlich nicht nur Vorteile, sondern natürlich auch Nachteile, denn bei Locken ist es halt so, dass die Haare meistens immer relativ schnell austrocknen. Wenn du lockige oder sehr krause Haare hast wie ich, slash wellige Haare, slash lockige Haare, ja, da weißt du, wovon du sprichst. Deshalb meine ganz klare Empfehlung für Locken, weniger Shampoo, mehr Conditioner, also Conditioner wird eigentlich euer bester Freund. Das ist auch der Fall, wenn ihr eure Haare zum Beispiel lang wachsen lasst und auch wirklich auf die Pflege achten. Integriert ein Haaröl in eure Pflegeroutine, damit eure Locken einfach dauerhaft mit Feuchtigkeit versorgt werden. Und wenn es um Styling geht, versucht einfach ein leichtes Produkt zu wählen, wie zum Beispiel eine Defining Cream, um einfach eure Locken schön zu definieren und die Sprungkraft eurer Locken so richtig schön rauszuholen. Und die Hair Defining Cream, Leute, ihr wisst es, ist nicht nur ein Styling-Produkt, sondern pflegt eure Haare auch noch gleichzeitig. Von daher das perfekte Produkt für Locken. Link dazu unten in der Infobox. Wenn du jetzt von Natur aus keine Locken hast, sondern eher gerade, eher straighte Haare, aber du willst trotzdem Locken haben, ja, dann mach es einfach wie der Lukas Podolski. Der hat sich nämlich auch Locken machen lassen und hat einfach ein bisschen nachgeholfen mit einer Dauerwelle. Und wenn man sich den Vorher-Nachher-Vergleich einfach mal anschaut, dann sieht man einfach, dass Locken auch irgendwie was Sympathisches haben. Also Lukas Podolski hat grundsätzlich was Sympathisches an sich, ja, aber wenn man sich die Bilder so anschaut, dann haben Locken auch irgendwie was Sympathisches, oder? Die nächste Trendfrisur ist eigentlich nur die logische Konsequenz von dem, was ich eben gesagt habe, wenn man sich zum Beispiel seine Haare lang wachsen lässt, von einer Kurzhaarfrisur zu Langhaaren geht, die Rede ist vom Broflow. Denn ist ja klar, wenn du einen Undercut ablöst und eine Kurzhaarfrisur ablöst und deine Haare halt länger wachsen lässt, dann kommst du irgendwann automatisch zum Broflow. Also der Broflow ist eine richtig coole, lässige Frisur und wenn du von Haartypen und von der Haarstruktur und vom Zustand deiner Haare die Möglichkeit hast, den Broflow auch wirklich als Broflow zu tragen, dann würde ich dir empfehlen, das Ganze sehr locker und lässig zu tragen, weil der Broflow hat ja auch was locker lässiges an sich und einfach nur zum Beispiel vielleicht einen Schaum zu verwenden oder maximal vielleicht noch eine Cream zu verwenden, wie die Defining Cream, aber was schön leicht ist, was den Broflow einfach nochmal schön unterstreicht. Falls du den Broflow allerdings nur als Übergangsfrisur trägst, weil du aktuell deine Haare lang wachsen lässt und du möglicherweise auch noch so krause, struppige, trockene Haare hast wie ich, ja, dann heißt es einfach nur bändigen. Such dir irgendein Produkt, wo du deine Haare gut mit bändigen kannst. Ich persönlich habe das damals mit einem Heavy Hold Clay hinbekommen. Das hat wirklich richtig Power und da kriegst du halt deine Seiten auch schön sleek back nach hinten, damit die halt nicht kreuz und quer in der Gegend rumfliegen. So Leute, und jetzt seid ihr dran. Schreibt mal bitte in die Kommentare rein, welche Frisur von den vorgestellten Frisuren euch persönlich am besten gefallen hat und welche
Frisur ihr 2021 rocken werdet. Ich bin richtig gespannt, was ihr schreiben werdet. Und wie gesagt, ich habe euch zu jeder Frisur, die ich heute in diesem Video vorgestellt habe, unten ein passendes Produkt verlinkt. Und grundsätzlich kann man jetzt schlussendlich natürlich auch sagen, dass dieses Video einfach nochmal das bestärkt hat, was ich im letzten Jahr gesagt habe. Es ist einfach noch ein bisschen wuscheliger geworden, noch ein bisschen länger geworden, aber das unterstreicht und ja, unterstützt einfach das, was ich im letzten Jahr tatsächlich gesagt habe. Und wenn du dir aktuell deine Haare lang wachsen lässt oder deine Locken stylen möchtest, du weißt, wo du vorbeischauen sollst, schau bei uns im Shop vorbei, der Gott sei Dank jetzt endlich live ist. Und jetzt wünsche ich dir ein wundervolles, erfolgreiches und vor allem gesundes neues Jahr 2021. Und denk dran, egal welche Frisur du auf dem Kopf hast, du bist gut so, wie du bist.